bin heute hier mal an diesen kleinen Fluss oder Seitenarm und werde heute das erste Mal Magnet fischen. Ich habe mir hier so ein Magnet gekauft mit 300 Kilo Zugkraft und da werde ich einfach mal hier diesen Seitenarm ein bisschen abmagnetisieren und auch noch hinten weitergehen. Ein kurzes Video-Update. Eine Leiter habe ich gefunden. Eine fette Leiter und ein bisschen Schrott. Das ist so eine Leiter, kostet eigentlich mal richtig Geld. Eine Bootsleiter. Ja. So, nachdem ich hier noch ein paar Würfe gemacht habe, habe ich diese merkwürdigen Sachen gefunden. Einmal ein Messer. Jazz Collection. Das ist sehr cool. Und was das ist, weiß ich nicht. Das ist hier sehr schwer und innen drin ist Metall. Ich vermute, dass es was vom Angeln ist. Ja, eine Klingel hier noch und Müll. Jetzt werde ich einfach mal ein bisschen magnetisieren. Da ist irgendwas. Cool. Ein fetter Haufen irgendwas. Noch mehr dran. Eine Ratsche. Eine kleine Mini-Ratsche. Cool. Ist mir schon ein bisschen unangenehm hier mit den ganzen Zuschauern. Hier habe ich wieder was. Ein Topf. Einfach den Rand ganz langsam abtasten. Ich glaube, hier an den Treppen sitzen Leute und dann fällt vielleicht mal was Schönes drin. Vielleicht das ein oder andere Smartphone oder Geld oder eine Brille. Auf jeden Fall habe ich wieder was. Was Schweres. Ein Rohr war die gewesen. Hier ein Haufen Müll wieder. Ich werde das natürlich auch mal rausschmeißen, aber jetzt mache ich erstmal den Rand. Weil hier am Rand sind Sachen und das merke ich einfach die ganze Zeit. Oh. Hey, eine Pfanne. Cool.
Also wenn diese eine Treppe hier schon so interessant ist, da hinten kommen ja noch ein paar. Bin ich gespannt, was da noch alles so liegt. Vor allem, wenn ich dann hier mal ein bisschen weiter rauswerfe. Es macht wirklich Spaß, das Magnetangeln. Das ist wirklich eine sehr schöne Abwechslung zum Sondeln. Hier ist wieder was. Nee, jetzt hänge ich wieder an der Kante fest. An der Kante festhängen möchte man wirklich nicht. Das ist nicht gut. Das reicht erstmal. Ich werde dasselbe jetzt überall an die Treppen machen und wenn was gutet ist, mache ich die Kamera wieder an. So, nachdem ich hier einen Haufen Müll gefunden habe, meine Tasche ist voller Kronkorken und halt dieses Messer und dieses rote Ding, habe ich jetzt ein Fahrrad gefunden. Ein komplettes Fahrrad. Aber es ist wieder mal dunkel geworden. Schade, ich hätte gerne mal bei Licht gefilmt. Aber geht ja immer nicht. Da ist sogar noch die Luftpumpe dran. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn damit machen? Das lasse ich hier liegen. Kann das ja nicht mitnehmen. Das soll irgendeiner entsorgen hier. An der BSR. Das kann ich ja nicht machen, oder? Die haben schon die ganzen anderen Müll mit. Hör auf, die Muscheln zu fressen. Schloss ist auch noch dran. Tasche ist gerammelt voll mit Kronkorken. Also wirklich. Die werde ich jetzt gleich entsorgen. Falls euch das Magnetsondeln gefallen hat, dann könnt ihr ja mal einen Kommentar da lassen. Und wenn nicht, dann auch. Und wenn ihr mehr Magnetsondeln, Magnetfischen sehen wollt, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare rein. Es gibt so viele schöne Gewässer hier in Berlin, wo man hin kann. Vielleicht was Cooles mal finden. Aber auf Fahrräder habe ich eigentlich nicht so eine Lust. Hier jetzt mal schnell eine Fundzusammenfassung. Cooles Messer. 5 Cent habe ich auch noch gefunden. Und dieses Ding. Das war's mit den coolen Funden. Wie lange war ich's? Ach ne, hier, die Ratsche. Ist auch noch nicht so schlecht. Wie lange war ich unterwegs? 4-5 Stunden oder so. Eine Bratpfanne voller Bierdeckel-Kronkorken. Diesen Krebs lasse ich noch frei. Zack. Zack. Jetzt komm her, du Schwein. So, der ist frei. Und jetzt schleiche ich mich schnell zu dem Mülleimer, ohne dass die Leute mich sehen. Die denken ja auch, ich bin bekloppt. Eine Bratpfanne voller Müll. Eine Taschenlampe, Kopflampe und Kamera zum Kopf ist das aber nicht so schleichen. Da kommen schon welche mit Fahrrad.
schnell. So, sehr schön, wa? Den Rest mache ich jetzt auch noch darin. Ich hoffe, der Tierschutzverein will mich jetzt hier nicht ärgern. Was soll ich machen? Ich mache die ganzen Krebse mache ich wieder rein. Ja, ich mache die alle rein. Ich kann sie nicht sterben lassen. So lieb bin ich. Ich zerschmonder sie alle am Boden. Aber ein paar werden überleben. Das ist eine Schmannerei hier heute. Jetzt kann man es mal richtig sehen. Eine neue Batterie drin gemacht. Meine Lampe. Ich wette, hier liegen noch 100 andere Fahrräder drin. Magnetsondeln macht Spaß. Magnetangeln. Wie das ausschaut. Alter, schalt das nicht fest. Eieiei. Doch, ab. So. Was haben wir denn hier? Oh, ein Stück Wicheleisen, wa? Alex, was machst du denn, ne? Ja, ich hab hier ein bisschen rumgeschnudelt. Da ist hier die ganze. Ist ja alle dreckig. Ja. Wer macht denn das wieder sauber? Naja, das mache ich nachher mit Lappen.